Vielleicht, wenn ich diese komische Transparenz wegmache. Meine Fresse. Habe ich einfach mal in den Einstellungen gespielt gehabt. Hm. Wie gesagt, freies Spiel. Wir beginnen im Osten, wie gesagt. Und haben halt dann trotzdem noch Gegner. KI-Gegner, aber halt nicht so. Ist halt freieres Spiel. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass man nix hat. Man hat halt noch so ein bisschen Challenge-mäßig, aber so kommt man halt auch, so gehe ich quasi ins Spiel rein und lerne das Spiel kennen, wie es funktioniert. Man hat halt aufgrund des freien Spiels vermute ich jetzt mal. Ich vermute mal, dass es ein Endless Game mehr oder weniger ist. Dadurch hat man halt natürlich ein bisschen mehr Chancen und so weiter, das Spiel kennenzulernen und auch Strategien zu entwickeln und bevor man mit der Kampagne beginnt. Und ich dachte mir, so kann ich das Spiel kennenlernen und ihr könnt dabei sein, wie ich das Spiel kennenlerne. Und wir packen dem Osten an, mit den großen Seen im Norden, dem Atlantik im Osten und den Appalachen im Zentrum steht in diesem Gebiet weniger bebaubare Fläche als in anderen Gebieten zur Verfügung. Die bebaubaren Gebiete sind daher größtenteils sehr dicht besiedelt. Die mit Abstand größte und wichtigste Stadt ist New York City. Schon 1830 der größte Warenumschlagsplatz an der amerikanischen Ostküste. Ja, ich würde mal sagen, wir lassen das einfach auf normal. Auch Pausenmodus normal, Ticketpreise auch normal. KI-Stufe kann man halt nur auch noch auf sehr stark und stark machen, deswegen würde ich sagen, bleiben wir bei normal. KI-Gegner könnte man in der Theorie auch auf 0 setzen. Aber für die Kampagne würde ich sagen, damit man die Kampagne nochmal so ein bisschen... Wir lassen uns mal bei 2. Man muss da ein bisschen quasi kennenlernen. So, New York, Norfolk, Albany, Washington. Ich glaube, ich fange einfach mal in Pittsburgh an. Ist meine Uniform nicht fabulös? Aber auf jeden Fall fabulös. Der General hat um 10% niedrige Gleisbaukosten. Es ist nicht gut, mich warten zu lassen. Na los, Zeit ist Geld. Der Geschäftsplan. Ich hatte ihn doch irgendwo hier. Meinen Kollegen fehlt es einfach am richtigen Format. Wir werden sie einfach alle um den kleinen Finger wickeln. Führungsstärke und Disziplin. Warum sollten wir fehlen, ja, irgendwie... wenn wir gewinnen wollen? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Gangster. Wir werden sie alle in die Säcke, Tasche stecken. Okay. Wie auch immer das da gerade passiert ist. Du solltest mich auswählen. Nicht, dass dir etwas zustößt. Ist ja nicht so, dass ich es bereits getan habe. Überhaupt nicht so, also ich hab's ja nur getan. Weiter geht's. Und damit können wir das Ganze doch mal beginnen, oder nicht? Unser Empire. Und es geht los. Beachte deine Aufgabenliste, wenn du eine hohe Bewertung erzielen möchtest. Zwei Kontrahenten werden dich dabei stören. Ja, Kontrahenten, wie gesagt, noch mit drin. Okay, ist doch szenariomäßig, alles klar. So, wir befinden uns also im Jahr 32. Wir sollen 141 Ladungen Bier verschiffen. Transportieren meine ich natürlich. Dann lasst uns mal gucken, wo es hier, ach ja, meine Güte, wo es denn hier überhaupt Bier gibt. Wo Bier produziert wird, aktuell wahrscheinlich noch nirgendwo. Das heißt, wir müssten
uns trotzdem umschauen, wo wir hier Weizen haben. Okay, da vorne ist schon ein Gegner. Der hat schon... Da war auch noch kein Bier. Ich sehe aber noch kein Weizen. Aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Ach, hier oben ist Weizen. Dann würde ich sagen, verbinden wir Pittsburgh mit Buffalo. So, bauen wir erstmal einen kleinen Bahnhof hin. Die Frage ist nur, wo? Was haben wir denn hier? Achso, ich bin ja im Gebäudebau, deswegen die Fleischindustrie, die wollen wir natürlich nicht wegbauen. Dann nehmen wir einen normalen Bahnhof, reicht aber auch nicht dahin. Nehmen wir einen kleinen Bahnhof und müssen wir den wohl hier unten platzieren. Aber das ist ja gar kein Problem, das heißt, wir haben nur am Ende irgendwie ein bisschen weniger Platz für den Ausbau des Gleises, beziehungsweise des Bahnhofes. Und hier oben gar kein Problem. Platzieren wir dort Buffalo. Und verbinden Buffalo, den Bahnhof, mit dem von Pittsburgh. Was? Ändern wir das Ganze nochmal ein bisschen. So, bisschen steigen und so weiter, dann zahlen wir mal die Strecke. Richten eine Zuglinie ein von Pittsburgh nach Buffalo. Und kaufen, danke Genius, kaufen uns, das ist hier nur den Grasshopper, ist ja auch kacke. Kaufen wir uns halt den Grasshopper. Und transportieren dann. Wir lassen dort Ware transportieren. Und bevor wir das noch vergessen, platzieren wir einen Versorgungsturm. Und erweitern den Bahnhof. Nein, wir vergrößern ihn nicht, wir machen noch ein Wartungsgebäude dahin, das wollte ich machen. So, und wenn wir dann schon mal dabei sind, dann können wir auch hier noch parallel eine Strecke bauen. So, dass wir dann auch mehr als nur einen Zug dort lang fahren lassen können. Setzen wir mal bis hier vorne und dann verbinden wir das Ganze wieder. Und dann brauchen wir natürlich noch Signale. Das ist aber schon Dienst da. So. Jetzt müssen wir das, glaube ich. Wir brauchen ein Moment, Signalrichtung. Also erstmal Stoppsignal errichten. Das müsste sogar schon richtig rum sein. Hoffe ich mal. Wir werden es noch erfahren. Aber hier müssen wir, glaube ich, jetzt die
Signalrichtung ändern. Oh, das sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus, würde ich sagen. Dann können wir noch einen zweiten Zug errichten. Was wollen die jetzt hier? Landbahnhof errichten. Na gut, das können wir natürlich auch machen. Was haben wir jetzt hier für eine... Ups. Info. Nachfolge für den Verlierer auf Fleisch wird reduziert, da sie den maximalen Lagerraum schon erreicht hat. Na, das ist ja großartig. Ein Spion. Spion. Freie Mitarbeiter, neue Bewerber, Spionen. Wer spart, gewinnt. Ist das ein Spion? Ja, ist ein Spion. Wir warten erst nochmal damit. Oh, was wollt ihr denn alle? Ja. So, wir können ja schon mal zwei Landbahnhöfe da errichten. Einfach, dass wir da zumindest schon mal zwei Stück haben. Die auch möglichst einfach an Schienen, ans bestehende Schienennetz anbaubar sind. Okay, wir brauchen Geld für immer drauf. So, da ist Holz immer zur Verfügung. Signale anweichen, jawohl. Startbahnhof habe ich errichtet. Nachfrage Fleisch und so weiter kennen wir ja schon. Dann würde ich sagen, holen wir uns dann nochmal einen neuen Zug. Die Frage ist, ich glaube, ich werde das aber noch so machen, dass ich erstmal hier Hilfi hier verbinde. Ist natürlich ungünstig, dass wir jetzt da wieder ein Signal verballert haben, aber wir brauchen ja eh zwei weitere. So, ich hoffe, das passt. Und dann können wir so eine kürzere Strecke erstmal machen. Heißt Zuglinie von hier nach dort. Und gehen dann nur auf nur Fracht. Und wählen dann diese Lokomotive wieder aus. So, das scheint zu funktionieren, das finde ich schon mal gut. Das funktioniert hervorragend, auch wenn der eigentlich da unten lang fahren sollte, aber... Na gut. Kann wohl nicht alles haben. Sondern hier eine Polizei geladen, ein Kanäle maximal. Ja, das habe ich mir schon was gedacht. So, plus 5, plus 4,8 die Woche. Da kommt zum Beispiel mal was gut an. Das heißt, wenn das gestiegen wird, dann könnten wir uns hier vielleicht eine. Okay, dann brauchen wir Geld. Wenn wir dann genügend Geld haben, dann können wir uns eine Brauerei uns besorgen. Und dann können wir es mit dem ganzen Bier auch hinbekommen. Denn
Weizen haben wir ja hier oben, oder? Ne, müsste das Zucker. Verdammt! Moment, habe ich nicht irgendwo hier Weizen? Ach, hier oben ist Weizen und da ist Zucker. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja perfekt. Ich frage mich, wie viel kostet das? Würde das kosten, den zu kaufen? Boah, ein bisschen zu viel. Ja, Betriebe kann man auch kaufen, aber darauf können wir noch lange nicht machen. Was haben wir denn hier? Salz? Ja, Salz. Es sind Innovationen verfügbar. Forschung, hervorragend. Forschung. Okay, erhöht das. Und Post. Ja, wenn wir gerade noch stark auf Vieh gehen, würde ich die 100 Punkte, glaube ich. Haben wir 100 Punkte bekommen? Oder 20 haben wir. Würde ich die 100 Punkte, glaube ich, hier rein investieren in Verschlagwagen. Dann kommen wir nochmal mit der Glocke und so weiter. Was? Das führt darum, erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Scheibe. Nein, danke. Wir brauchen Geld. Das können wir leider noch nicht machen. Personal, Lokführer. Reduziert die Wartungsbedarf einer Lok um 2. Na, kostet wahrscheinlich, kostet bestimmt was im Monat, oder? Löhne pro Woche 0 Dollar. Lohn pro Woche 40. Können wir gleich machen. Weisen wir dem Zug mal dazu. Weisen wir ihn dem Zug mal zu. 12.000. Die 28%, die müssen wir steigern. Das ist noch ein Privatbesitz. Könnten wir die Fleischindustrie kostet? Würde uns noch 400 kosten. Also in Anführungszeichen nur. Okay, interessant, dass Pittsburgh von mir erbaut wurde. Heißt, eigentlich gehört mir ja sogar die ganze, in Anführungszeichen, die ganze Stadt. Lager voll von Fleisch. Wir müssten eigentlich, kann man das einstellen? Wenn wir das einstellen könnten, dass wir... Eine zufällige Panne, natürlich. Wenn wir es einstellen könnten, dass dieser Zug auf der Route, beziehungsweise nicht auf der Route, sondern von dass der auf der Route nach Buffalo nur Fleisch fährt, dann könnte man das Fleisch da, gar nicht. Moment, falsch gedacht. Es wird ja auch Fleisch in Buffalo produziert. Denn dort gibt es ja hier auch die Fleischindustrie. Heißt, man müsste so gesehen die Fleischindustrie. Das ist ungünstig. Wo wird denn Fleisch benötigt? Es wird ja überall Fleisch produziert, oder nicht? Also scheint mir offenbar so. Oh ne, in New York wird Bier produziert. Das heißt, wir könnten... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich zum... mehr oder weniger zum Gleisbau, aber ich wollte einfach schon mal in New York einen kleinen Bahnhof errichten. Was natürlich super schwierig ist. Wo ist denn die Fleisch... ach, die Bierindustrie. Das Bier ist hier, die Brauerei. Also wir könnten dort oben New York auch mal so ein bisschen... nennen wir es mal killen. Wie ich sehe, bist du weiter auf Expansionskurs. Ja, so ist es.
Aber auch nur wegen des Biers. So, gucken wir mal, wie viel uns der ganze Spaß kosten würde. Zwei Millionen. Holy moly. Take a body's high.